Unsere Zukunft ist uns wichtig und wir haben was zu sagen. Nachhaltig leben, das ist richtig, denn sonst geht's uns an den Kragen. In Paris wird diskutiert, wie es weitergehen soll. Jetzt wird ein Paket geschnürt, wir packen's mit Ideen voll. Der Startschuss war ein Gottesdienst, das war gleichzeitig ein Eröffnungsgottesdienst und Abschiedsgottesdienst. Eröffnet wurde bei dem Gottesdienst eben unsere Klimakonferenz und verabschiedet wurde unser langjähriger Jugendreferent, der Horst Kraft, der sich auch sehr für Klimagerechtigkeit und alles eingesetzt hat. Ganz im Sinne Jeremias möchte ich euch zurufen, sagt nicht, ihr seid zu jung, sagt nicht, ihr seid zu wenige, sagt nicht, auf mich kommt's nicht an. Am Freitag waren wir auf dem Selgenhof in Ulrichstein. Das ist ein Milchviehbetrieb hier in der Region im Vogelsberg. Und dort haben wir uns den Hof angeschaut und der Thilo Jung hat uns ein bisschen was zur Philosophie von dem Hof erzählt. Ich würde sagen, ökologischer Landbau, da bin ich Überzeugungstäter. Von Jugend an hat mich das beeindruckt und fand ich das passend. Ich möchte eigentlich nicht den Profit nur immer im Mittelpunkt haben, sondern die Qualität der Produkte und den Umgang, einen angemessenen Umgang mit den Geschöpfen. In unserer Klimakonferenzwoche hatten wir den Klimagipfel. Da kamen zusätzlich zu unseren internationalen Gästen noch ganz viele andere Jugendliche aus dem ganzen Kirche Hessen-Nassau. Ungefähr 160 Jugendliche waren an dem Tag da und wir hatten ganz viele verschiedene Workshops und Diskussionsrunden und auch Politiker da, um uns zusammen dem Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel und was kann man tun zu nähern. Und man konnte ganz viele neue Dinge erfahren. Gib mir die Hand, komm, wir schützen Meer und Land. Los, wir singen es laut, macht euch schlau. Ja, die Zeit ist reif und das ist uns allen klar. Und trotzdem ist es gar nicht so einfach, auf die vielfältige Not der Schöpfung auch zu reagieren. Wir sind alle hier, weil wir die Verantwortung und auch die Liebe spüren für unsere Erde und für alle Geschöpfe, die da drauf leben. Also ich bin nachhaltig, ich könnte auch für Nachhaltigkeit heißen. Ich versuche nicht zu verbrauchen, ich versuche alle Klamotten so lange aufzutragen, wie ich kann. Also ich dusche mich nicht jeden Tag, ich dusche mich auch nicht jeden zweiten Tag. Und in den 70er Jahren, in den 80er Jahren kam überhaupt sowas wie gesellschaftliches Bewusstsein für Klimapolitik, für Umweltschutz auf. Also wir hatten ganz viel an unserem Markt der Möglichkeiten angesiedelt. Das war in der großen Halle. Gab es ganz viele kleine Stände mit Essen der Zukunft. Wie isst man Käfer? Was sind faire Säfte? Wie mache ich meinen eigenen Strom? Ich strampel mit dem Fahrrad für meinen eigenen Cocktail. Was ist Strichkotfasten? Wie passt das zur Nachhaltigkeit? Das fand man alles dort. Das ist
die Mittagsversorgung, das hatte ein veganer Dönerstand, nämlich Las Vegans. Und die haben vegane Döner und Currywurst und so angeboten. Und ich glaube, das wurde sehr, sehr gut angenommen. Da sind wir dabei, einfach Produkte zu entwickeln, selber zu machen, die schmecken und um den Menschen aufzuzeigen, es gibt Alternativen zum Fleischkonsum. Die Leute, die offen sind, sagen, es ist kein geschmacklicher Unterschied. Vom Gipfel kann ich mitnehmen, dass es ganz viele Menschen gibt und ganz viele Jugendlichen, denen das Thema Nachhaltigkeit am Herzen liegt und denen das sehr wichtig ist. Den Spaß, den viele Leute daran hatten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ich fand das ganz großartig, dass auch junge Leute da waren und sich Gedanken zu dem Thema gemacht haben. Dass Nachhaltigkeit nicht nur Theorie ist, wo man drüber diskutiert, sondern dass es auch praktisch ist, also dass Jugendliche selbst erfahren müssen, was Nachhaltigkeit ist und was es da für Möglichkeiten gibt. Am Sonntag haben wir erst den Klimagipfel noch mit einem Film Home abgeschlossen und danach sind alle Gäste der Klimakonferenz Woche zum Bauer Hamel hier aus einem der Dörfer auf den Hof gefahren und der hat einen Hof, wie es früher war. Also man hat nicht nur eine Tiersorte wie Kühe, sondern man hat Kühe, ein paar Schweine und Hühner und dann laufen da auch noch 5 Katzen mit rum. Und dann baut der auch ein Stück mit Gemüse an und dann aber auch nicht eine Sorte Kartoffel, sondern 7 und 6 verschiedene Getreidesorten und so, dass der Boden eine Vielfalt erhalten kann und man nicht nur eine Ressource des Bodens ausschöpft. Wir haben dort mit dem AZN Apfelsaft gepresst. Wir haben vorher bei uns allen Äpfel gesammelt und haben dann ganz, ganz, ganz viel Apfelsaft gepresst. Ich weiß gar nicht, wie viele Liter es am Ende waren, aber es hat für 3 Tage im Klimacafé für die Saftverköstigung gereicht. Weshalb mache ich das? Ganz einfacher Grund. Ich war 12 Jahre in Verbänden und in der Industrie tätig. Und was ich da erlebt habe, hat mir die Augen dermaßen geöffnet, dass ich gesagt habe, ich gehe in die Landwirtschaft und ich mache die Landwirtschaft so, wie ich sie für gut heiße und nicht den Wahnsinnstrott wachsen oder weichen und Billigsproduktion und immer schlechtere Lebensmittel, sondern wirklich qualitativ hochwertige, gesundheitsbewusste Produkte herzustellen und die eben mit einem dermaßen ausgeprägten wissenschaftlichen Hintergrund mit viel Liebe produziert, dass sie heute viele, viele Abnehmer finden. Teilnehmer durften Gemüse selber vom Acker holen und wir haben mit Kartoffeln von ihnen Gnocchis gemacht. Ganz viele und eine Gemüsesuppe für abends zum Essen vorbereitet und klein geschnippelt. Tausend Sterne.
Das haben viele, da können wir auch noch das aber nicht. Das ist leichter. Unser geschnippeltes Gemüse haben wir mitgenommen in unser Klimacafé und da hat der Rolf Braun aus Altenschlirf dann für uns Suppe draus gekocht, die echt lecker war. Und wir haben ganz eifrig Suppe essen können, weil wir tatsächlich so viel Gemüse dann hatten. Am Montagabend haben wir bei uns im Klimacafé eine Modenschau gehalten mit nachhaltiger Mode von einem Laden aus Marburg. Diese setzen auf ökologische Herstellungsweisen und faire Löhne. Also wir waren in der Rhön, das ganz in der Nähe von uns liegt, also nur eine Stunde Fahrt mit dem Bus, und haben da die Firma Bionade besucht. Die Firma Bionade stellt ja Limos her. Also wir hatten einen Vortrag von Roger, der uns sehr nett erklärt hatte, was Bionade ist. Und dann haben wir uns natürlich auch sozusagen die Kessel angeguckt, wo Bionade hergestellt ist. Also was ich von der Bionade-Exkursion mitnehme, ist tatsächlich, dass Wachstum nicht immer das Wichtigste ist, nicht für jedes Unternehmen. Das Projekt der internationalen Klimakonferenz hat mich begeistert, weil so viele junge Leute sich engagiert über mehrere Monate hinweg dran gesetzt haben, gearbeitet haben, sich Sachen ausgedacht haben. Ich nehme aus dieser Woche mit, dass Nachhaltigkeit ein ernstzunehmendes Thema ist, das wirklich viel mehr Leute interessiert, als man eigentlich angenommen hatte. Ja, also mir hat sehr gut gefallen, dass ganz viele Leute gemeinsam überlegt haben, was man machen kann, um nachhaltiger zu leben und dass auch die verschiedenen Länder zusammengekommen sind und einfach zusammen sich überlegt haben, was können wir machen, was können wir gemeinsam machen und dass man nicht nur über das Thema nachgedacht hat, sondern auch zusammen was erlebt hat. Unsere Zukunft ist uns wichtig und wir haben was zu sagen. Nachhaltig leben, das ist richtig, denn sonst geht's uns an den Kragen. In Paris wird diskutiert, wie es weitergehen soll. Jetzt wird ein Paket geschnürt, wir packen's mit Ideen voll. Lieber Früchte retten, als in die Tonne betten. Besser regional konsumiert, als um die Welt transportiert. Umgenäht und secondhand. Selbstgemacht ist voll im Trend. Lieber dick kleiden, um Heizen zu vermeiden. Vielfalt macht die Erde bunt. Monokulturen sind ungesund. Unendlich viele Dinge fielen uns ein. Schaut doch einfach mal ins Päckchen rein.